Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern im Islam, heute ist Muhammad Ali gestorben. Und subhanallah, Muhammad Ali war ein Baptist, der den Islam angenommen hat und ist eine Boxlegende. Und er ist vielleicht die Person, die der berühmteste Sportler der Welt ist. Und manche sagen, der größte Boxer aller Zeiten. Bestimmt von seinem Charisma her. Nur, was können wir Muslime daraus lernen? Was war er für eine Persönlichkeit? Er war eine Persönlichkeit, die seine Meinung gesagt hat. Ihm wurde der Titel aberkannt, der große Weltmeistertitel, für den manche ihr ganzes Leben arbeiten. Warum? Weil er sich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hat. Aber wie tief ist er heute in den Herzen der Menschen wegen der Zivilcourage? Wie viele Muslime würden heute, wenn es um ihre Religion geht, sofort den Mund zumachen, sofort nachgeben? Warum? Ja, weil man könnte ja Probleme bekommen, man könnte ja Nachteile bekommen, man könnte ja Probleme mit dem Arbeitgeber bekommen. Er hat den Titel verloren, weil er gegen den Krieg in Vietnam gesprochen hat. Deswegen hat er den Titel verloren. Aber welchen Titel hat er heute? Er hat heute den Titel, dass ihn auf der ganzen Welt jeder kennt. Und dass Leute sich an dieser Zivilcourage ein Vorbild genommen haben. Hm. Und das ist viel mehr wert als alles andere. Viel mehr wert als irgendein Titel oder was auch immer. Und deswegen, an dieser Zivilcourage, soll man sich ein Beispiel nehmen. Alhamdulillah, dass er gebetet hat am Ende, dass er zu Allah gebetet hat. Er war auch sehr einflussreich gewesen, was die Menschenrechte angeht, im Sinne gegen den Rassismus. Ja, hat durch diese Sache Zivilcourage gezeigt. Er hat gezeigt, er ist aufgestanden für die Rechte der Schwarzen, hat dagegen gekämpft, hat seinen Mund aufgemacht. Und man sieht, wie der Wille und der Glaube Berge versetzen kann. Das Selbstbewusstsein Berge versetzen kann. 1974 war dieser Kampf des Jahrhunderts, The Rumble in the Jungle in Kinshasa, gegen George Foreman. Und keiner hat geglaubt, dass er gegen George Foreman gewinnen kann, weil George Foreman damals als Monster gewesen ist. George Foreman hat Ken Norton zerstört. Ich glaube, in 2 oder 3 Runden. Er hat Joe Frazier in einigen wenigen Runden zerstört. Fertig gemacht. Und beide haben einmal gegen Muhammad Ali gewonnen. Und keiner auf der ganzen Welt hat geglaubt, dass Muhammad Ali gewinnen kann. Aber weil er so an sich geglaubt hat und den Mund so weit aufgerissen hat, hat er es geschafft. Er hat es geschafft, ihn zu besiegen, das Monster zu besiegen mit dieser Willenskraft. Am Ende muss jeder sterben. Er ist mit 74 gestorben. Es ist ein normales Alter zum Sterben. Es ist weder sehr alt noch jung. Es ist nur ein normales Alter mit 74. Das ist ungefähr das Durchschnittsalter der Männer, wann sie sterben. Aber er hat durch seine Zivilcourage viel mehr bewiesen. Vielleicht gibt es Boxer, die technisch mehr drauf haben als er. Zum Beispiel Floyd Mayweather heutzutage. Er hat sehr viele Tricks drauf und natürlich Boxen hat sich auch weiterentwickelt, genau wie Fußball sich weiterentwickelt hat. Heutzutage spielt man mit anderen Systemen als zur Zeit von Johan Cruyff oder von Franz Beckenbauer. Ja? Und es gab vielleicht Boxer, die einen härteren Schlag hatten als er. Sicherlich, George Foreman hatte einen härteren Schlag. Aber diese Persönlichkeit, die er hatte, das Charisma, was er hatte und das er dadurch hatte, weil er den Mund aufgemacht hat. Man sieht zum Beispiel Diskussionen, wo er mit gebildeten Leuten spricht, die in der Schule groß aufgepasst haben und er zerstört sie vor der laufenden Kamera. Im Fernseher zerstört er sie. Warum? Weil er eine Persönlichkeit war. Und normalerweise sollte der Islam uns zu Persönlichkeiten machen. Uns zu Persönlichkeiten machen, die bereit sind, für das Recht aufzustehen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle auf den richtigen Weg leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen und möge er sich Muhammad Ali erbarmen. Ich sage diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala uns wirklich diese Zivilcourage zu geben, die leider viele Muslime heutzutage nicht haben. Denn wir können nur etwas erreichen, wenn wir in unserem Herzen Mut haben, etwas zu verändern. Wenn wir den Mut haben, aufzustehen, so wie der Prophet a.s.w. aufgestanden ist, auf den Berg Safa gegangen ist und die Botschaft verbreitet hat. Deswegen sind wir auch heute wieder mitten in der City, machen dieses Statement. Wir sind gerade hier in Kerpen-Sindorf und haben direkt auf dem Marktplatz hier, oder wie heißt der Platz? Zentralplatz, haben wir direkt diesen kleinen Vortrag gemacht. Liebe Geschwister, damit ihr wisst, wir müssen uns von nichts verstecken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي وأماني. شمس روحي وحي ربي جنتي.